Alright. Let's hope everything is working correctly again. I have to make a quick wheel fix check. So, is it running good? Yes. I think. So, is my Stream Deck working? Yes. Okay, Stream Deck ist funktioniert. Gut. Passiert? OBS wollte zwangsmäßig ein Update machen, es hat das einfach im Hintergrund abgemacht und ist dann dabei, hat sich dabei neu gestartet. Ja gut. Das hatte ich aber noch nie, dass OBS während des Streams ein Update zieht. Das macht er eigentlich immer manuell, wenn ich das will. Wir haben das so genossen, dass du da diese merkwürdige Schokolade gegessen hast und da warst du auf einmal weg. Ach, willst du noch mehr sehen? Ich hab noch mehr davon. Was ist das für eine Schokolade? Was ist denn das? Das ist Mr. Beast Schokolade. Frisch aus USA importiert. Okay. Wie viel Kakaoanteil hat die? 80% oder? Keine Ahnung, steht das irgendwo? Alexa, Licht an. Das Zeug, oder? Das schmeckt geil. Das ist doch eine dunkle Schokolade, oder nicht? Ja, das ist zartbitter. Das ist doch zartbitter oder sowas, ne? Wo steht denn das, wie viel Schokolade die hat? Der Kakaoanteil, nicht Schokolade. Ich weiß gar nicht, wo das. Das ist halt vor Englisch, ich weiß nicht, wo das da drauf steht. Hast du die von Amazon bestellt oder wie? Nee, aus dem Shop. Aus dem Shop von denen. Wie lange hat das denn gedauert? Ist das bei dir, oder? 2 Wochen. Weil das musste erst, die versenden ja nicht nach Deutschland. Die versenden nur innerhalb von Amerika. Das musste erst an ein Verhandelszentrum hingeschickt werden und die haben es wiederum nach Deutschland geschickt. Oh, okay. Ich habe ja eine Adresse in Amerika, wo ich alles hinschicken kann und die schicken es weiter nach Deutschland. Ah. Ja, oh, dann gönn dir mal deine äußerst merkwürdige Schokolade. Alex, was ich dich fragen wollte. Wann hast du, wie sieht es mit Arbeiten bei dir aus diese Woche? Ich habe bis. Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag, oder? Ja. Heute ist Montag, Montag, Dienstag. Bis Mittwoch habe ich frei. Also Donnerstag muss ich wieder arbeiten. Was jetzt? Ah, scheiße, weil Senk jetzt kommt am Donnerstag zu mir, dann hättest du ja auch vorbeikommen können. Aber wenn du so arbeiten musst, das ist kacke. Das wird schwierig. Ja. Ich wieder mein Auto einfallen. Außerdem kann ich sowieso nicht vorbeikommen, mein Ticket ist gesperrt.
weil laut IHK meine Ausbildung vorbei ist. Mein angeblich ist, aber die IHK will kein. Die IHK hat einen Nachweis, dass die Ausbildung verlängert wird. Und den Zettel wollen sie mir nicht schicken. Und ohne den Zettel kann die Bahn das Ticket nicht verlängern. Die machen ja nicht Potte da hinten. Nein, die war eigentlich gedacht, dass mit der Mittelprüfung die Ausbildung vorbei ist. Aber da ich die verhauen habe, durfte ich die nochmal wiederholen. Das heißt, die Ausbildung wird jetzt bis März verlängert. Bis Mai. Und die wird jetzt nochmal bis Mai verlängert, bis zur nächsten Prüfung, wo ich die letzte Chance habe, die nochmal nachzumachen. Ja. Und die IHK kriegt das. Dann habe ich halt reingeschissen. Ja, warum lernst du dann nicht? Ich lerne ja. Achso, okay. Ja, bin ja dabei. Scheiß da rein, weil die wollen dich doch übernehmen, hast du ja gesagt, ne? Ja. Aber ich mach das sowieso halt, wenn das dann ist und die übernehmen mich, werde ich das wahrscheinlich so lange nur arbeiten, bis ich was Besseres finde und einen Führerschein habe. Ja, ja, klar, logisch. Ja. Und dann werde ich einfach nie wieder schlafen, weiter streamen, Twitch-Partner werden und meinem Chef auf dem Schreibtisch scheißen, guck mal, womit ich Geld verdiene. Wenn das so einfach wäre, guck mal, ich mach das seit 4 Jahren. Warum bist du kein Partner? Ja, von den Einnahmen her müsste ich schon längst Partner sein, aber ich habe halt die Zuschauerzahlen. Alter, wenn ich immer so auf TikTok gucke oder so auf YouTube so. Wenn ich so immer so auf YouTube gucke oder auf TikTok so. Oh, guck mal, ich habe ein Jahr gebraucht, um Partner zu werden. Ja, wie oft hast du deinen Körper dafür verkauft? Ja. Du musst mal überlegen, heute habe ich für 70.000 Bits gekriegt, ne? Musst du mal überlegen, heute habe ich einen Raid von 9 Leuten bekommen. Ja, das ist schon mehr als ich normalerweise kriege als Raid. Bei mir ist ja bald mit Zuschauerzahlen für den Arsch, ne? Aber die Einnahmen sind halt partnerwürdig, muss ich echt sagen, ne? Ja. Also bei mir gehen halt kaum Bits rein oder so. Bei mir geht irgendwie kaum was rein. Halbwegs. Aber du hast Gegensatz zu mir hast du wenigstens einen stabilen Chat. Bei mir kommt nur gefühlt alle 2 Stunden mal irgendwas rein. Aber das ist mir auch egal. Ich mach wie ich Bock habe. Ich mach das einfach und wenn jemand schreibt, dann schreibt. Wenn keiner schreibt, dann schreibt keiner. Du hast deine Basis. Ich meine, guck mal, ich habe jetzt schon seit über 10 Jahren streame ich jetzt auf Twitch für 0 Zuschauer. Das ist mir scheißegal, ich zieh's einfach durch. Nein. Du streamst noch nicht seit 10 Jahren auf Twitch. Doch. Du hast YouTube gemacht, oder? Nein. Twitch mache ich seit 2013. Ja gut, ich habe ja irgendwann angefangen, dich zu supporten. Dann ging's ja auf jeden Fall hoch mit VRChat halt, ne? VRChat war ja so für dich ein kleiner Durchbruch dann, ne? Das war ja so das, was du eigentlich gebraucht hast. Und jetzt geht's noch. Also wenn ich mal sehe, du hast im Discord noch stehen, Twitch-Follower 437 und jetzt stehst du schon auf 503. Ich habe jetzt gestern 2 Meilensteine auf einmal gebrochen. Auf TikTok habe ich jetzt die 3000 Follower erreicht und auf Twitch die 500. Was ich mir gerne wünsche, dass ich so viele Follower wie auf TikTok einfach auf Twitch kriegen würde. Ich mache TikTok jetzt seit gefühlt einem Jahr, da gebe ich mir Mühe, da was zu machen. 3000 Follower in 4 Monaten und ich denke mir so. Jetzt überleg mal bei mir, Alex. Seit 2 Monaten mache ich nur noch Minus-Follower, es wird immer weniger. Es geht immer weiter runter. Kannst du vielleicht so eine Schippe nehmen und deinen Followerhaufen so bei mir mal so rüberschippen? So? Ja, kann ich dir 10.000 geben, wenn du willst. So. Klar, gerne. Oh Mann. Ja, aber die kommen schon von alleine, glaubst du, einfach am Ball bleiben. Du bist ja noch jung, ey. Du kannst ja noch viel machen. Ich bin jung, Alter. Ich krieg schon einen Hexenschuss, wenn ich eine Klopapierrolle aufheben muss. Und der denkt nicht, ich bin jung. Und der hat nächstes Jahr dann der 19, der 20 jetzt, oder? Hallo? Ja. Ich hab mich gefragt, meinen Zettel rausholen. Auf einmal komplett alle Freizeiten bekommen. Ich konnte nicht mal stehen, um mich abzustützen. Was ist denn für eine Lobby hier? Was ist denn hier gelandet? Oh. Ciao.
bist du denn? Ah. Hier sollst du eigentlich gar nicht sein. Weil hier sollst du eigentlich gar nicht sein. Ja. Das sagt doch schon mal, dass du hier nicht sein darfst. Ja, aber kann man denn hier irgendwo rein? Nein, ja? Das ist noch nicht fertig. Ach so. Das ist nicht gut aus, was du da machst. Aber auch hier oben kann man nirgendwo rein. Das ist nur ein Treppenhaus hier, oder wie? Nein, hier oben kannst du auch irgendwo rein. Ja. Komm mal hier runter. Wo ist denn der Rentner? Ach, da. Oh, hier ist ja ein richtiges Apartment. Ja, sogar mit einem Fernseher. Kamera. Warum, geh mal hier auf, warte mal. So, jetzt guck mal auf den Fernseher. Guck mal auf den Fernseher hinter dir. Oh ja. Ja, da. Hallo, Cretino. Willkommen in meinem, Vlog. Wir haben das Jahr 2013, wir gehen jetzt nach Lucky und essen die Pizza. Und ich schaff sie dann auch. Würdest du die jetzt schaffen, die Pizza? Safe, ich bin vorbereitet. Alter, willst du mal was wissen, was ich und ein Kollege gestern Abend nach Feierabend in den Laden bestellt haben? Eine Familienpizza. 24 cm Durchmesser. Geschafft hast. Natürlich. Jeder eine, oder wie? Nein, wir haben halb gemacht, aber trotzdem. Okay. Oh Mann. Aber weißt du, der Lucky gibt's ja leider nicht mehr. Der hat jetzt Wohnungen drin. Gibt's da denn irgendwas anderes jetzt noch da in Warstein, was so riesen Oschis anbietet? Der Grieche, der neue, der macht halt auch so mega Portionen, der ist halt auch echt gut, wo wir. Da wo wir waren, der war geil. Ja, der macht auch mega Portionen. Und sonst haben wir ja nur diese Dönerbuden, ne? Das ist eigentlich der einzige, der so etwas besonders ist. Und der Chinese halt, ne? Chinesen. Hast du eigentlich bei dir in der Nähe auch so Chinesen oder so ein Thai, die so All-You-Can-Eat-Dinger haben? Ja. Auf jeden Fall. Was hältst du davon? Ich bin ja ab nächsten Monat wieder flüssig. Wenn ich dann mal rüberkomme, dass wir uns mal gönnen. Richtig. Auf meinen Nacken dann. Wenn deine Fahrkarte wieder funktioniert, ist das. Ach, wenn das nicht funktioniert, ich habe mich erkundigt, das kostet mich ein 20 hin und zurück. Das ist jetzt. Sollte nicht das Problem sein. Was ist denn mit deiner Festplatte? Funktioniert die? Ja. Die funktioniert, ja klar. Und die Pornos, die da drauf waren, die habe ich mir. Die hast du ja kopiert, ne? Ja, ich habe alles geguckt, ja. Und dann. Ich habe auf die Festplatte geguckt, was drauf ist. Ja, und dann hast du alle Pornos rüberspielt, mit meiner Adresse ans FBI geschickt und jetzt wartest du noch, bis ich geswattet werde. Ja, es waren eigentlich nur Filme drauf, aber nie. Ja, hallo? Ist mir scheißegal, ob die scheiß Qualität haben. Ich hab sie einfach legal aus dem Internet geladen und mir dann angeguckt. Ja. Kannst du dich selber übrigens sehen, wenn ich dich jetzt hier so filme? Ja. Ich sehe sogar meine Kamera da drin. Echt? Die sehe ich nicht. Ich sehe da einen Nintag auch nicht. Ich muss hier das ist die richtige Perspektive für die Kamera. Muss man dabei in den Fernseher schauen. Yes. Dann immer deine Nasenlöcher filmen. Das sind ja auch die wichtigen Sachen. Ey, nicht dein Innerstes. Das ist geht nicht. Man sieht jetzt in die Nase filmen. So, da. Ach so, Daniel. Kannst du mir zufälligerweise sagen, wie viele Polygone das sind? Das sind 300. Keine Ahnung, wie viele sind das? Der ist Fallback. Das ist ein Fallback-Avatar. Also rechne mal aus, wie viele Polygone das Ding hat. Ja, keine Ahnung. Ein Fallback-Avatar darf.
Fallback-Avatar darf nicht mehr als 2000 Polygone haben. Ja. Und das ist ein cool. Weißt du, was das Lustige daran an diesem Avatar ist? Wenn ich hier diesen Avatar drin habe oder generell einen Avatar habe, der nicht für die Quest kompatibel ist, jeder Quest-User sieht diesen Abfall-Avatar dann. Echt? Ja. Wie macht man sowas eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Ein Kollege, der das gemacht hat, der hat das in Blender gemacht und hat einfach die Polygone so weit runtergeschraubt, bis die SDK dann irgendwann gesagt hat, ich will nicht. Moment mal, warum sieht Zenk jetzt bei dir anders aus als bei mir? Vielleicht, weil ich Shader aus habe? Hast du ihn nicht geedet als Freund? Doch, ja. Weiß ich nicht. Ja. Hä? Du hast die anderen, du hast die anderen Klamotten an, ne? Ja, bei ihm. Weiß ich auch schon, ich hab ihn auch gewusst. Ich hab meinen aber nicht gewusst, aber... Aber du hast die normalen Klamotten an, ne? Also die bunten, die roten, ne? Ja. Jetzt hat er sie auch an. Ich hab halt Shader für alle aus, weil ich gerade halt in der Lobby war, wo 40 Leute waren. Das packt mein Rechner nicht, deswegen hatte ich Shader für alle abgeschaltet. Das sind ja keine Shader, das sind ja andere Klamotten, ne? Ja, aber das passiert halt, wenn ich die Shader ausschalte. Ja. Das wäre halt geil gewesen, wenn du jetzt diese Woche vielleicht vorbeikommen könntest, ey. Weil Senk jetzt auch da ist. Wie gesagt, ich kann morgen vorbeikommen. Ja, aber morgen Senk jetzt ja nicht da, das bringt ja nicht. Aber ich dann? Dann würdest du. Ja. Nur die Frage ist, ob ich es schaffe. Nur die Frage ist, ob ich das schaffe, mich 3 Stunden im Zug auf dem Klo aufzuhalten, dass der Schaffner mich nicht sieht. Ach, du hast kein Geld, ne? Ja, ich habe auch kein Ticket mehr. Wie viel brauchst du denn, wie viel Geld, um hier hinzukommen zu können? Keine Ahnung, es wird auf jeden Fall arschteuer, so wie ich die Bahn kenne. Ja, das ist blick, ne? Weil ich bräuchte ja dann, wenn schon ein NRW-Ticket. Ich bräuchte ja dann, wenn schon ein NRW-Ticket und das ist nicht gerade günstig. Schwarzfahren würde ich nicht. Also Schwarzfahren würde ich nicht, das ist zu riskant. Ja, also ich sag mal so. Ich sag mal so, Schwarzfahren lohnt sich bei mir für 2-3 Stationen, aber nicht für diese Entfernung. Wenn ich stell dir mal vor, ich werde irgendwo kurz vor Warstein gefickt, dann stehe ich da und komme nicht nach Hause. Ja, das Problem ist, du musst ja auch noch Bus fahren, weißt du? Ja, und das. Ja, aber. Warum ist das so, dass du vorne beim Bus ja den Fahrschein einlöst? Nein. Halt, ne? Musste ich nie. Der Typ hat immer. Jedes Mal, wenn ich zu dir mit dem Bus gestiegen bin, der hat einfach alle rein hinten reingelassen, der hat einen Fick drauf gegeben. Seitdem Corona ist, hat der immer einen Fick drauf gegeben. Bist einfach hinten eingestiegen, hinten ausgestiegen. Okay. Es war nur einmal, weißt du noch die Story, wo ich dir gesagt habe, wo der Typ mich da am Bahnhof, am Bushof ausgelassen hat, weil der dachte, mein Ticket wäre nicht gültig. Ja. Das war das allererste und einzige Mal, dass ich kontrolliert wurde. Da wollte der mich in Warstein Busbahnhof rauswerfen, weil er mir nicht geglaubt hat, dass mein Ticket einen NRW-Tarif hat. Weil es das ja bei euch nicht gibt, dieses Ticket. Sag mal, Alex, hast du eine Nintendo Switch? Nein. Ich will aber eine haben. Ich hab einen Switch-Emulator. Ich will meine verkaufen, deswegen. Weil ich nutze die nicht. Welche hast du? Du hast die, nicht die Lite, die normale dann, ne? Ja, ich hab die ganz normale, die man auf dem Fernseher anschließen kann. Mit Smash Bros., mit Super Mario, mit Pokémon. Aber jetzt ist die Sache, die ist ja, ist das genau wie bei jeder anderen Konsole? Wenn du die halt zurücksetzt, dann ist die halt nicht mehr mit deinem Account verbunden dann, oder? Ja, du kannst, ich kann den Account auf dich überschreiben, dann hast du die Spiele auch alle. Ne, weil ich habe ja einen eigenen Account. Da habe ich ja schon Käufe gemacht, deswegen. Ich habe den ja noch von der Wii U, den Nintendo-Account. Du kannst mehrere Accounts auf der Switch machen. Kannst ja. Drauf machen einfach und dann kannst du. Aber ich will schon meinen eigenen haben und außerdem... Ja, kannst du ja. Du kannst ja deinen eigenen drauf machen dann. Muss sie ja nicht zurücksetzen. Das Problem ist halt, wie ist das bei der, die hat noch keinen LAN-Port, ne? Wie kriegst du eigentlich mit dem Ding im Internet dann, wenn du kein WLAN hast? Da kannst du auch, gab's da nicht auch so einen LAN-Adapter? Weil mein WLAN ist halt Abfall. Wenn du mit der Switch ins Internet gehen willst. Da gab's doch mal einen LAN-Adapter, oder nicht? Du hast ja die. Ne, du hast die Docking-Station, da hast du ja LAN dran. Kannst du das LAN-Kabel dann erschießen? Ach, in der Docking. Ja, okay. Ja. Ja, genau. Weil wenn ich dann nämlich mit... Warte mal, Nee, warte mal. Nicht, dass ich jetzt Unsinn erzähle. Ich muss mal eben nochmal gucken. Ich bin gleich wieder...
Aber ich meine, in der Docking Station wäre ein Adapter dran. Soweit ich weiß. Ja, weil wenn ich dann streame, dann will ich halt schon eine stabile Verbindung auf der Switch haben. Nicht, dass dann irgendwie bei einem Match das Ding Verbindung abkackt. Katzeliten. Nee, es war kein LAN-Adapter dran. Ja, aber ich glaube, da gab es einen von Nintendo. Ich glaube, da gab es von Nintendo, glaube ich, einen Adapter für. Ja, musste glaube ich, an USB dann anschließen. Wahrscheinlich. Also, was? Hast du nur WLAN, genau. Ja, was würdest du denn dafür haben wollen? Originalpreis? Wie kostet die Original? Keine Ahnung. 300? Glaube ich, 300, 350. Ja. Es gibt ja mittlerweile schon die neuere. Du hast ja noch die alte Version. Was würdest du denn bieten dafür? Die alte Version, ich hab die neue. Ja, die ganz neue nicht, die davor. Die ganz neue, es gab. Da mit OLED und ja, aber davor gab's ja noch eine, weil die erste Version, die hatte ja keinen LAN-Port. Und dann gab's eine neuere mit einem neuen Dock. Die hatte, glaube ich, auch einen LAN-Port mit eingebaut. Ich hab die 2019er Version, habe ich. Weiß nicht, was man dafür verlangen kann. Also ich meine, die hat ja damals. Weißt du noch, was du damals dafür hingelegt hast für die Switch? Nee. Die habe ich bekommen für Avatar machen. Ah, okay. Ich hab nie was dafür. Ich nutze das Ding halt nur nicht. Ich hab da mal Pokémon mitgespielt und so mehr Interesse. Aber weißt du, was das Geile ist, ja, was es jetzt mittlerweile für die Switch gibt? Ich konnte halt Retro-Spiele spielen. Weißt du, was es mittlerweile für die Switch gibt? Crunchyroll, dieser Anime-Anbieter, gibt's mittlerweile für die Switch. Ja, und YouTube jetzt anscheinend auch, ne? Und Netflix, habe ich gehört. Ja, das wird doch mal Zeit, dann kann ich die PlayStation mal in Rente schicken. Wenn das wirklich dann ist, dann verkaufe ich die natürlich nicht, weil die macht nicht so viel Lärm wie die PlayStation. Also ich glaube, also ich habe das von einem Kollegen gehört, der hat halt die US-Version, da hat er halt diesen US-Server, US-Anbieter Hulu, Amazon Prime und ich glaube Netflix soll auch bald kommen, aber ich bin nämlich nicht sicher. Das gucke ich jetzt mal, ob ich die Sachen da drauf bekomme. Das interessiert mich hier, jetzt hast du mich getriggert. Vor allem dann könntest du auch mobil gucken, könntest du die Switch auf deinen Tisch stellen und dann im Bett einfach chillen. Und wusstest du, dass sie seit einem neuesten Update auch mittlerweile Bluetooth-Kopfhörer unterstützt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die auch überhaupt Updates gemacht hat. Switch Online. Ah, es wird ein System-Update benötigt. Wird bestimmt erstmal eine Weile dauern, weil das Internet ja sehr, sehr langsam ist. 2 Stunden später. Software. Ja, ich habe glaube ich ein halbes Jahr bestimmt schon nicht mehr geupdatet. Die Konsole wird in Kürze neu gestartet. Okay. Nein, aber grundlegend will ich die eigentlich verkaufen, so, weil ich alles Mögliche für mein Auto da gerade zusammensammeln lasse. Wie gesagt, also mein Kontostand ist gerade bei 0, ne? Also ich kann dir 0 geben momentan. Das ist mir auch klar, aber Wäre das theoretisch möglich, dass ich dir die dann eventuell in 2 Raten zahle? Dass ich dann zum Beispiel nächsten Monat eine Rate oder so gebe? Ich muss halt gucken, wie ich jetzt nächsten Monat darlege. Mein erster Wunsch ist jetzt erstmal aus den Schulden raus. Ich kaufe erstmal nichts, bevor ich weiß, dass ich 100% safe bin. Das Ding läuft nicht weg, Alex. Wenn du wirklich Interesse dafür hast, dann guck, dass du da ein bisschen was Spaß und dann kriegen wir schon was hin. Dann kannst du auch neuen Content halt bringen für deinen Stream, ne? Nee, kann ich nicht, weil ich da brauche noch eine Capture-Karte.
Ja gut, die müsstest du auch noch kaufen. Ja, ich kann es auch nicht entscheiden, die ist auch oder sonst für mich. Also ich hab mal geguckt, die Capture-Karte, die ich haben will, die du per PCI einbaust, die kostet 300, 400 Euro. Je nachdem, welche Version du nimmst. Die schließt dann halt über PCI in den PC an, somit hast du halt keinen Delay halt bei der Verbindung. Wie viel soll die kosten? 300, glaube ich. 400? Ne, 300. Capture-Karten für 15 Euro, die reichen noch. Ja, aber das ist halt die von Elgato und die geht halt über PCI rein. Und somit hast du halt null Delay. Ach, scheiß drauf, ey, ganz ehrlich, hast du halt eine Sekunde Delay, jetzt mal im Ernst. Ich schau jetzt mal, was die kostet. Ich würde keine 300 Euro für eine Capture Card ausgeben. Warte mal, ich schau doch jetzt mal nach. So, Capture Karten. Dafür bin ich nicht mal. Nee. Ich würde keine 300 Euro für so einen Scheiß ausgeben. Ah, ne, 250 kostet die. Ich hätte ja auch eine von Elgato, die habe ich mal auch für einen Tauschhandel bekommen. Ich habe ein paar Anime-Figuren gegen den Tausch auch von Elgato für 150 Euro. Die haben natürlich auch eine externe, also die ganz normale, die du anschließt, die kostet 200, also 199. Die musst du halt nochmal extern anschließen. Das ist halt Elgato. Die Capture-Karten, ja, die kosten 15 Euro, 20 Euro, die haben vielleicht eine Sekunde Delay, ja? Oder nur 60 Hertz, aber das ist doch erstmal scheißegal. Hauptsache du kannst, ja. Das günstig, weißt du? Mal gucken. Das Problem ist halt, wenn ich eine Switch habe, wird mein Geld erstmal wahrscheinlich für Spiele drauf gehen. Weil ich habe richtig viele drauf. Und ja. Da halt alle Spiele drauf, die du auch haben willst. Ne? Also die sag mal so. Ding ist da drauf. Den Schmutz brauche ich nicht. Den werde ich runterwerfen. Was spielst du gerne? Meine bisherigen Wünsche, die ich mir für die Switch holen will, ist auf jeden Fall Breath of the Wild, weil ich habe mir das mal angeguckt. Die Story ist einfach geil und das Spiel ist auch geil. Ja, dann will ich mir dieses Pokémon holen, entweder Pikachu oder Evoli. Irgendeins von den beiden. Ist auch drauf. Das neue Smash, was für die Switch rauskam. Ist auch drauf. Hast du auch das ganz neue Pokémon? Dieses Arceus-Ding? Nee, das leider nicht. Das hab ich ja. Pokémon Schwert habe ich so. Und was ich gerne auch haben wollen würde. Aber weißt du, was das Geile ist? Ich weiß nicht, verfolgst du Nintendo Directs? Verfolgst du sowas? Nee, gar nichts. Weil meine absoluten Lieblingsspiele damals von der Xbox 360, die kommen im September, werden die auf die Switch geportet. Also bis dahin brauche ich unbedingt eine. Weil dann kommt nämlich Portal 1 und Portal 2 für die Switch. Und das werde ich auf jeden Fall mir holen. Also ich habe Zelda. Also, ja, kann ich. Ich habe Zelda drauf, Alex. Hör mal, ich habe Zelda drauf, Pokémon Unite. Dann Pokémon Nintendo Classics, also hier diese Super Nintendo und NES-Spiele. Pokémon Schwert, Mario Kart 8, Sword Art Online Fatal Bullet, Animal Crossing, Splatoon 2. Fire Emblem, ein paar Rollenspiele halt auch, ne? Digimon Cyber Sleuth, was keine Ahnung, okay, Pokémon Evoli habe ich da auch noch drauf, genau. Das sind die Spiele, die drauf sind. Hast du die als Kassette oder im E-Shop gekauft? Als Kassette habe ich die. Oh, cool. Das heißt, theoretisch, wenn du die als Kassetten hast, kann ich doch theoretisch einen eigenen Account machen und trotzdem weiterspielen dann, wenn du die als Cartridges hast. Also Zelda, Pokémon Schwert und ich glaube Mario Kart und Animal Crossing. Die habe ich als Kassetten, der Rest ist digital. Ah, okay. Muss ich dann nochmal gucken, ich habe ja so eine Tasche auch für die Switch, da sind die Kassetten mit drin. Also wenn ich die hole, dann werde ich mir auf jeden Fall sowieso... Also ich glaube, also, wenn... Mit den ganzen Spielen zusammen, ich habe OVP-Tasche und blablabla, also 300 Euro muss schon rumkommen. Also darunter kann ich nicht gehen. Ich sag mal so, wenn du mir erlaubst, dass ich dir das in Dreierraten, also 100 Euro zahlen kann, dann wäre ich dabei. Anders kann ich es momentan nicht. Ja, du kannst halt was damit anfangen. Bei mir würde das Ding halt nicht... Ich meine, du kannst mir ja vertrauen, dass ich dir das dann auch wirklich monatlich dann geben würde halt. Ja, ich mach mir keine Sorgen. Wir kennen uns über 10 Jahre. Und wenn das dein Stream weiterbringt mit Content, dann ist das so gut. Ne? Aber wie war das? Ist das, hast du irgendwie eine Ahnung, wie lange die mit dem Akku hält? Also wenn du die ohne Fernseher nutzt?
Hast du da schon mal Erfahrung gemacht? Ich hab so ein Pokémon Unite gespielt, da war ein Akku auf 20%. Okay. Also es geht schon klar, finde ich. Und ich habe auch gehört, dass, also du hast ja die alte Switch, dass wenn du da draußen spielst, wenn Sonne ist, kannst du es vergessen, weil das Display extrem hart am Spiegeln ist. Oder sein soll. Oder hast du da schon schlechte Erfahrungen mitgemacht? Hast du da denn so eine Schutzfolie drauf auf dem Ding? Auf dem Screen? Hm. Weil dann werde ich mir nämlich schon. Es gibt nämlich so eine Anti-Reflektionsfolie für die Switch, das ist so Panzerglas, aber gleichzeitig macht es den Display ein bisschen rau, dass der nicht so hart spiegelt. Online, jetzt gucken wir, ob wir hier irgendwelche Programme finden. Speichertag, exklusive Angebote, Erweiterungspaket. Nintendo 64 gibt es auch hier drauf. Ja, ah. Und die Sega Genesis soll bald auch kommen. Oha, mit Zelda und alles. Mario 64, Zelda. Es gibt mittlerweile, kannst du dir ein ganzes Regal mit Switch-Spielen zubauen. Das ist heftig, wenn du überlegst, dass die damals nur mit 2 Spielen veröffentlicht wurde. Ich meine, wie alt ist die Switch jetzt? Auch schon 3-4 Jahre alt. Hast du, Daniel, du hast aber nicht irgendwie so zusätzliche Controller oder so, du hast halt nur diese Joy-Cons, oder? Oder diesen Pro-Controller, wie das Ding heißt. Ja, diesen Pro-Controller habe ich, genau. Würdest du den dann da auch dabei legen? Ja, wenn, würdest du das ganze Paket kriegen. Also, was soll ich dann, wenn die Sachen hier rumliegen, ne? Das ist halt alles dann, ne? Also, die ganzen Kassetten, Hüllen, Taschen, Originalverpackung, Controller. Aber mal gucken, ich warte jetzt erstmal bis nächsten Monat. Ich hätte das Geld jetzt theoretisch, aber ich will lieber auf Nummer sicher gehen, bevor ich halt wieder ins Minus gehe. Das ist mir lieber als jetzt... Ja, ja. Das Ding läuft ja auch nicht weg, ganz ehrlich. Wenn du wirklich Interesse daran hast, dann lass auf jeden Fall. Dann lege ich es dann für dich zurück. Aber ganz kurz, welche Edition hattest du eigentlich? Die schwarze oder die rot-blaue? Rot-blau. Oh, geil. Das ist sogar die ich haben wollte. Ich mag diese graue nicht, die ist langweilig. Aber weißt du, wie ich jetzt auf die Software komme zum Fernsehen gucken? Du musst die, glaube ich, im E-Store, so in diesem Nintendo E-Store, musst du, glaube ich, Netflix oder so runterladen. Oder YouTube. Du musst, glaube ich, im E-Store einfach mal nach Netflix oder so suchen. Nintendo E-Shop. Aber ganz kurz, wie würdest du eigentlich die Lautsprecher der Konsole betiteln, wenn du die so im Handheld hast? Sind die gut oder? Die Lautsprecher von Konsolen sind immer scheiße. Ja, aber Kopfhörer zu nutzen. Ja, Kopfhörer nutzen. Da bin ich mal gespannt. Lautsprecher kannst du knicken. Also, man kann sich das anhören, ja, aber nee, das macht keinen Sinn. Immerhin hat das die USB-C. Ja. Charts. Exklusiv als Download. Das ist... Kann man hier nicht irgendwie Super eingeben? Oh, Uno. da suchen. So. Suchen. Ich gebe mal Kunti-Roll ein, ne? Ja, da ist es schon. Da kannst du ja direkt an. Tatsache. Wow. Hast du denn so einen Crunchyroll-Account? Ja, klar. Ja. Ich bin überlegen, mir das auch zu holen. Gibt's da eigentlich nur die japanischen oder gibt's da auch deutsche oder englische Synchros? Nein. Deutsche und englische Synchros.
Das war nämlich schon Schmack. Ich habe da eben halt von gehört, aber ich habe mich da nie mal. Jetzt, wo das auf die Switch kam, habe ich mich da mal ein bisschen mit beschäftigt. Kannst du auch meine Account-Daten haben, kannst dich da auch so einloggen. Gibt's da auch so die klassischen wie One Piece, Pokémon oder so? Oder nur so richtige Animes? Es gibt richtige Animes da. Oder also was, aber sowas wie One Piece, Pokémon und so ein Shit, den gibt's da nicht, oder? So diese ganzen, ich sag jetzt mal, deutschen so, Animes. So, doch auch, gibt's alles. Crunchyroll hat halt alles, ne? Naruto, Pokémon und so, aber der hat aber auch die speziellen Animes, ne? Also naja. Neuerscheinungen in Japan. Also ist das quasi wie Netflix nur mit Animes, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Genau, das komplett nur Animes. Und da sind auch echt gute Sachen bei, muss ich echt sagen. Also wenn du das hast, ich glaube, du wirst aus deinem Zimmer nicht mehr rauskommen, ey. Ja, ich habe mir jetzt mal letztens aus Langeweile, wie hieß der Anime? Ich habe ja diese Testversion mal gemacht. Wie heißt der? Das war... Ich habe den Namen vergessen, aber der war echt interessant, der war witzig. Den werde ich mir irgendwann nochmal angucken. Ich habe nur den Namen vergessen. Ey, das ist ja geil, das macht das. Also da war so ein Junge, der war irgendwie, ja, wie soll ich das beschreiben? Der war irgendwo in einem Wald und dann sind auf einmal irgendwie so Steine vom Himmel gefallen und so ein Engel, der jetzt irgendwie so ein Mädchen ist, das ist so ein, irgendwie so ein Engel. Ich wusste, dass er genau diesen Anime anspricht, ich wusste. Ich hab... Das ist der Typ, der in eine Fantasy-Welt kommt und dann eine Frau wird. Nein, nicht das. Der kriegt das war so ein Anime, wie heißt das? So ein Engel ist da runtergekommen. Und weil er sie gerettet hat, ist sie sein Sklave und tut alles, was er von ihr will. So ein Ding. Das hört sich fast genauso an wie der Anime, den ich letztens geguckt habe. Den fand ich auch so geil. Da in der Fantasy-Welt gekommen und eine sexy Frau geworden. Und alle. Was ich mir aber dann auch nochmal angucken werden will, wollte, ist One Punch Man. Das habe ich auch schon lange nicht mehr geschaut. Oh, One Punch Man ist natürlich auch sehr kurzweilig. Also ist auch wieder. Da, Tatsache, Crunchyroll lädt auf das Ding hier. So, Login. So, jetzt muss ich mal eben meine E-Mail eingeben und gucken, ob mir das irgendwie nicht gesagt hat. Ey, das ist ja geil, wenn YouTube noch geht und Netflix, ey. Das ist halt so ein Ding, was mich halt an der Switch gestört hat, dass das nicht ging, weißt du? Ja, das kam jetzt nach und nach immer raus. Das Problem ist, dass Nintendo immer Probleme hat. Die hat, glaube ich, erst vor 2 Monaten haben sie es geschafft, die Rechte erst von Netflix zu bekommen. Erst dann konnten die halt an der App arbeiten. Und die sind sich jetzt gerade auch mit Disney und Hulu, also den amerikanischen Streamingdienst, am Beefen, weil das wollen sie jetzt auch noch holen. Aber Disney will es nicht auf die Switch haben, weil die sich so denken, okay, wir haben eine Mobile-App und uns kannst du überall gucken, das brauchen wir nicht. Aber Nintendo ist so, oh, wenn wir Disney Plus hätten, das wird wieder User anziehen und so. Also ich muss sagen, Nintendo geht mittlerweile den richtigen Weg mit der Switch. Das wird wieder so eine richtige Allrounder-Konsole. Das hier jetzt funktionieren, ey. Was das Einzige, was mich an der Switch nur abfuckt, dass du fürs Online-Spielen bezahlen musst. Das ist der einzige Abfuck, den ich finde. Das ist so ein richtiger Microsoft. Das ist so ein richtiger PlayStation-Move. Warte mal, ich starte den mal. Mal gucken, ob es geht. Oh ja, es geht. Warte mal, wo ist denn hier die Lautstärke? Warte mal, da. Da. Hörst du das? Ja. Meinst du, das kann man sich auf dem Display geben, von der Qualität her? Weil ich guck das gerade. Ich will mal eben das Intro wegmachen. Weil das ist ja, glaube ich, nur so ein 720p Display, glaube ich. Oder ist das 1080p schon? Ich bin mir nicht sicher. Also wenn ich das hier so sehe, sieht das halt schon sehr geil aus, muss ich echt sagen. Boah, das ist 100 Pro, ist das 1080p. Das sieht richtig geil aus auf dem Display. Und wie ist der Ton? Jetzt so mit diesen Lautsprechern? Ich meine, es geht besser. Geil, ne? Aber für hin und wieder abends mal was zu gucken, finde ich, das sollte das, glaube ich, ausreichen. Also ich muss sagen, ich habe den gerade. Der Kerl, der in einer Fantasy-Welt als hübsches Mädchen wiedergeboren wurde. Ach, und weißt du, was jetzt bald auch für die Switch kommen soll? Die Twitch-App. Dass du Twitch-Streams auf der Switch gucken kannst. Da sind sie jetzt auch am Arbeiten.
Ich glaube, ich will das Ding jetzt dann eben verkaufen. Das hat das Teil für mich einen Sinn. Tja. Dann behalt's. Ja, ich behalte die auch, glaube ich. Jetzt macht das halt Sinn. Oh ja. Wobei, wo wir dann davon reden, was willst du für die PS4 haben? Nee, die PS4 gebe ich nicht ab. Aber was ich dir abgeben kann, sind meine Crunchyroll-Einlog-Daten, dann kannst du da mal gucken. Was hältst du davon? Ja. Wenn du magst. Kann man da auch mehrere Accounts machen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, du musst über meinen Account gucken dann. Ja, dann fick mir ja dann komplett den Algorithmus. Ja, das stimmt. Du machst halt meine Serien kaputt, ne? Kostet aber nur 7 Euro im Monat, also. Ne? Ja, aber das. Ich habe jetzt sowieso letztens alles gekündigt, weil ich halt, wie gesagt, erstmal auf Null werden will, bevor ich wieder was abonniere. Ja, aber. Ja, Crunchyroll kannst du ruhig schon machen, weil du kriegst halt echt viel für diese 7 Euro, ne? Ja. Und es ist sogar noch günstiger als Netflix. Ja, Netflix hat ja nicht so eine Anime-Vielfalt. Also, du hast doch, mit VPN? Euro. Mit VPN ja. Wenn du Netflix in Japan guckst, da hast du da ganze Bibliothek voll. Ja, gut, da hast du aber keinen Untertitel, ne? Nee, hast halt alles auf Japanisch. Oder die meisten auch auf Koreanisch. Ja, jetzt wo ich den Anime gerade sehe, muss ich den auf jeden Fall gleich weiter gucken. Das können wir am Donnerstag machen. Ja, was denn am Donnerstag? Ja, hier, hast du deine Switch. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Also irgendwie, lol. Wo sind denn die Controller? Ey! Ach so, warte mal, siehst du gerade, warte, guck mal, was passiert? Siehst du das? Warte, ich bin gerade am Stein. Ich muss das jetzt mal wieder zurücksetzen hier, weil das will ich ja dann auf dem Fernseher gucken. Aber das ist geil. Schau mal, Discord, ich glaube, ich habe es gefunden, was du meinst. Knusprig Rolle. Jetzt bin ich mir Akku geht echt schnell runter. Ich habe gerade jetzt hier so 5 Minuten geguckt, jetzt ist 5% Akku schon weg. Ja, es sieht ja auch seit vieles für mich. Nee. Ich glaube, das ist der, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe halt nur die erste Folge 5 Minuten gesehen oder so. Ja, weil aus dem Himmelsreich fällt die runter, ist bewusstlos. Ja, ich habe das auch schon gehört. Der ist auch schon älter, der Anime. Oh, hier meine VR. Ja, gönn dir mal die Brille. Muss mal gucken, was du da drin siehst. Das ist doch meine Wife, ne? Hä, warum sieht das so komisch aus? Warte mal. Du musst dich mal umdrehen dabei, während du die anhast. Hä, wie kann man die denn anziehen? Gar nicht, die musst du festhalten. Achso, ja, okay, Alter. What the fuck ist das? Hä? Die sind immer noch in China, what the fuck? Ey, wer greift den? Warum nimmst du die jetzt weg? Ich kann mich ja nicht umdrehen, wenn du die nimmst. Den Trailer kennt man irgendwo, den hab ich schon mal gesehen. RTX ist da. Oh ja. Aber warum hast du eigentlich PlayStation 4 denn haben? Na, das war nur ein Spaß. Achso. Aber hast du eigentlich schon mitbekommen, was sagst du eigentlich zu dem neuen Update, was jetzt bald zu den VRChat-Avataren kommen? Mit diesem OVC-Ding. Mich noch nicht befasst mit. Da gibt's nämlich jetzt bald, kannst du die Möglichkeit haben, dein Avatar außerhalb von VRChat mit allem zu kontrollieren. Hä? Das heißt, du kannst Aktionen auf deinen Avatar pallern, zum Beispiel, dass der, wenn du so ein, es gibt ja so Geräte, die deinen Herzpuls messen, was du dann auf dem Stream anzeigen kannst, ja, bei Twitch zum Beispiel. Ja. Und dann kannst du das so einstellen, dass deine Herzfrequenz auch an deinem Avatar als Animation angezeigt wird.
Oder Leute können, das gibt's nämlich auch, ein Kollege, der schreibt gerade eine Software, wo Leute über den Twitch-Chat, über Kanalpunkte, Aktionen auf deinen Avatar schreiben können mit diesem neuen Feature. Okay, das ist schon wieder was. Der hat mir nämlich jetzt gerade gezeigt, der hat aus Langeweile mal so einen Partikeleffekt mit Herzen gemacht. Wenn dir einer folgt, dann kommen so Herzen aus dem Avatar raus, wenn dir jemand auf Twitch folgt. Hat er einfach aus Langeweile mal geschrieben. Das finde ich echt witzig. Oder die können zum Beispiel Commands schreiben, wenn die zum Beispiel im Chat schreiben, Ausrufezeichen Ball, dann spawnt ein Ball aus dem Avatar raus. Ball. Ja, Ball. Das ist aber geil, ja. Ich glaube, das wäre auch was für dich dann, oder? Ist das gut? Theoretisch ja. Das Problem ist aber, dass ich ja relativ wenig streame VR-Chat immer am Wochenende, ne? Ja. Aber dann könnte zum Beispiel sagen, kannst du ja zum Beispiel so machen, dass du auf deinem Avatar eine Audiodatei legst und wenn jemand das triggert, dann zum Beispiel saufen, dass das dein Avatar dann abspielt quasi als Sound. Oh, ich habe einen 12-Euro-Gutschein von Konrad Elektronik gekriegt. Oha. Ja. Daniel, was du dann zum Beispiel auch machen könntest halt, du hast ja diesen Sound. Saufen und dann kannst du so, dass wenn das jemand in den Chat schreibt, dass dein Avatar das dann als Animation abspielt quasi. Na, den Saufen-Sound habe ich ja tatsächlich runtergenommen mittlerweile, ne? Also, weil die Leute haben zu sehr übertrieben mit den Saufen. Deswegen habe ich dann gesagt, ach, kann ich mir gar nicht vorstellen bei deinen Leuten. Stell dir mal vor, heute sind da 70.000 Bits gekommen. Stell dir mal vor, die 70.000 Bits werden über Saufen gedroppt worden. Hättest du doch das Fass öffnen können, doch. Ja, das Fass hätte aber auch nicht gereicht dafür. Du. Hättest du erstmal in den Pool gehen können mit Turbine. Turbine. Ja, Alex, was hast du vor? Wolltest du morgen vorbei? Guck mal nicht, kriegst du das frei? Ich weiß nicht, muss ich erstmal gucken, wie das jetzt ausschaut. Ich muss mich erstmal informieren, was das Ticket kostet. Vor allem, ich habe auch kein Geld fürs Ticket. Ich muss mich erstmal umhorschen, jetzt, was die dafür haben wollen. 30? Na gut. 20. Ja, 20. Das kostet 20 Euro. Ja, von Münster aus. Ja gut, wenn du jetzt eh blank bist, dann bringt das eh nichts, ne? Ja. Ich denke mal, nächsten Monat, wenn ich wieder Geld habe, wollte ich sowieso... Also, mal gucken, wenn ich nächsten Monat wieder Geld habe, gucken, vielleicht komme ich da mal vorbei. Nimm ich mir ein Taxi und dann bin ich halt wieder blank. Wow. Dann habe ich ja ein Auto, da kann ich dich auch abholen. Nice. Das Problem ist... Ich habe nur noch diesen nächsten Monat die Freiheit, ne? Ich fange am 1.4. an zu arbeiten, wieder regelmäßig. Ne? Und dann habe ich ja nicht mehr diese Freizeit bis zum Geburtstag hin. Ja, und deswegen wollte ich halt im April noch auf jeden Fall irgendwas machen, noch irgendwas mit Leuten machen oder so. Irgendein Stream, ein Spessel oder so. Oder ein Relive, dass wir mal wieder draußen rumlaufen oder irgendwie was. Ja, einfach mal eine Anti-Corona-Demo starten. Bis dahin sollen ja die Einschränkungen ja weg sein. Mehr. Ja. Was ist hier gerade passiert? Was war das? Du hast dich auf den Stuhl gesetzt hier. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe Dinge gesehen. Dinge gesehen gerade. Hier, setz dich doch mal. Hast du eigentlich diese Kamerasicht, die du jetzt hast, nur aus dem Grund, weil deine VR-Ansicht am längsten ist, oder? Nö, weil ich die am besten finde. Ich hab viele. Doch, ich kann ja rüber switchen. Ich kann die Kamera ja drehen. Das schaut so aus, nicht, oder? Nee. Ah ja, hier liegt übrigens das Ding. Das wäre da auch dabei. Das Teil ist dabei. Das ist Abfall, das Ding, ganz ehrlich. Da kannst du den reinlegen. Aber nee, einen anderen Player habe ich nicht. Das ist der. Das geht, der dabei ist. Aber das sind ja dann, das ist ja die Version, die du auch hattest, ne? Mit diesem türkis-blau-roten Controller dann, ne? Ja, genau. Aber ich habe so viel gehört, dass dieser Controller scheiße sein soll, wenn du diesen Adapter da nutzt.
Deswegen haben sich auch viele meiner Kollegen dann diesen Pro-Controller geholt. Der Pro-Controller ist natürlich besser, ne? Aber der Controller ist halt sehr schmal, ne? Es wäre halt besser, wenn er so wäre wie ein PlayStation-Controller. Mhm. Also der ist ziemlich schmal. Aber was ich gehört habe... Kämpfe in den Fingern. Was ich zum Beispiel gehört habe, wenn du den Pro-Controller, da der ja über Bluetooth läuft, kannst du den theoretisch auch am PC nutzen. Dann könnte ich den theoretisch auch da nutzen, wenn ich zum Beispiel Emulatoren zocke oder so. Ja gut, den Pro-Controller habe ich halt nicht, ne? Ich habe das Ding ja leider. Naja, das passt ja. Aber der Pro-Controller habe ich geguckt. Ich weiß es nicht. Und wenn der Pro-Controller kostet 40 Euro, das heißt, den könnte ich eventuell am nächsten Monat nochmal nachbestellen. Das ist jetzt nicht die Welt. Ja, ich müsste mal in die Verpackung gucken. Vielleicht ist der da auch mit bei, weil ich habe das ja von Kartoffel gekriegt und der holt sich ja immer jeden Scheiß an für die Sachen auch. Dann ist das Ding eigentlich auch mit dabei. Sein. Identity. Aber ich hoffe, dass du bitte auch Hello Kittys Wunderfarm auf der Switch hast. Weil das Spiel muss ich unbedingt haben. Hello Kittys Wunderfarm. Was ist das? Oder Barbie's Adventure. Wusstest du eigentlich schon, dass ich wieder unter den Nichtrauchern bin? Wie lange? Noch? Seit sechs Wochen jetzt. Und wie lange noch? Das kommt halt drauf an, ja. Ich glaub, wieder einer bei mir ist, der mich vollballert mit Zigarette. Feldschachtel mitbringen, also richtige Packs. Also ich sag mal so, ne? Ich sag mal so, ich wohne an der niederländischen Grenze. In den Niederlanden kosten die Kippen einen Scheißdreck. Ich kann dir 5-6 Packungen mitbringen, ne? Dann bring ich noch ein Feuer mit und dann rauchst du 10er auf Ex. Ne, ich will ja nicht mal rauchen. Komm, ich bin so eine Fossil mit, natürlich die gleich voll in dein Gesicht an. Du musst mal überlegen. Endlich stinkt meine Hütte nicht mehr nach Zigarette, ey. Das ist so eklig gewesen. Jetzt stinkt sie nur noch nach alter Mann. Ja, und nach Sack. Und nach Katzentoilette, genau. Und nach Fanta. Gut übertönt. Jetzt sehe ich meine, oh ja, wenn du meinen Tisch sehen würdest in der Küche, ne? Oh Junge, da stehen, glaube ich, 200 Dosen Fanta. 200 Dosen? Müsstest du mal so ein Video machen. Und 100 Flaschen. Musst mal so ein Video machen. Wir bringen ganz viel Pfand weg. Wie viel kommt raus? Ja, 100 Euro sind das bestimmt, was ich hier stehen habe an Pfand. Livestream. Ja. Ah, lustige Geschichte. Ich hatte vor 2 Monaten hatte ich einen aus den Niederlanden, der war bei mir zu Besuch. Und dann waren wir kurz Getränke kaufen. Und der hat sich dann gewundert, warum auf dem Kassenbon eine höhere Zahl stand als auf dem Preisschild. Warum wir auf einmal mehr bezahlt haben. Da habe ich ihm erklärt, was das Pfandsystem ist. Und dann hat er gesagt, was ist das denn für ein Abfall? Du bezahlst Geld dafür, dass du die Flaschen wieder zurückgibst. Weil in den Niederlanden hatten die das halt nicht. Der so, warum, meint er so, literally hat er mich gefragt, warum bezahlst du für was, was du dann sowieso wieder zurückbekommst? Ich so, ich weiß es nicht. Alex, wir machen das jetzt so. Du schaltest jetzt deine Kamera auf WeLive um und frisst nochmal so eine Tafel Schokolade. Was hältst du davon? Der crasht wieder. Richtig. Ich hab sowieso ein Unboxing-Video gemacht, welches dann noch hochgeladen wird. Mit meiner GoPro. Unboxing? Oh, mit der neuen GoPro. Wie ist die eigentlich? Ist die geiler als die alte? Oder? Ja, weißt du? Weißt du, was das Schöne ist? Was hast du in der vorne, wenn du die GoPro von vorne guckst? Hast du ja die Linse. Und was ist auf der anderen Seite? So ein monochromer Display, richtig? Ja, genau. Die neue GoPro hat jetzt ein Farbdisplay und zeigt sogar das Bild der Kamera an. Das heißt, im Endeffekt hast du einen Selfie-Monitor, wo du alles angucken kannst. Aber wie ist denn das, wenn du die als Webcam nutzen willst? Ist das komplizierter oder? Funktioniert nicht. Einfacher gelöst. Funktioniert nicht. Kannst du nicht als Webcam nutzen? Noch nicht. Die sind gerade noch am Fixen. Ich weiß es nicht. Die Software erkennt die nicht an. Oh. Ja, Alex, hör mal zu. Die Software, die du bei mir installiert hast, die funktioniert auch nicht mehr. Ich habe neue Software gefunden, die geht. Ist die auch von GoPro?
Es ist eine neue Version und die funktioniert. Die habe ich ja am Silvester verwendet, weil die alte Software ja nicht mehr ging, weißt du noch? Habe ich dich angefragt, warum geht die ja nicht mehr? Ja, aber ich ganz ehrlich, gebe ich dir einen Rat. Wenn du das in Zukunft machen willst, kauf dir einen Camlink von Elgato und mach das so, weil die Software, die ist Abfall. Und meistens bricht das bei mir auch immer ab. Ja, ich weiß. So ein Camlink, was kostet der? 100 Euro? Ja. Das Problem ist halt... Ich nutze die ja eh ganz selten nur als Webcam, ne? Nur ja, deswegen... Für den Weitwinkel, damit man auch alles einfängt, ne? Deswegen gebe ich dir einen Rat, wenn du nochmal wieder ein bisschen was über hast, hol dir bei GoPro gibt's einen Adapter, wo du die mit HDMI verbinden kannst und dann von Elgato diesen HDMI-Stecker, dann hast du auch die komplette Bandbreite der Kamera und hast keinen Schwachsinn damit. Aber wieder 200 Euro ausgeben für, weißt du, damit ich zweimal im Jahr Film via Webcam nutze, oder wie? Ja, was mache ich denn bald? Ich halt gar nicht. Ne? Ja, gut. So viel Geld für das ausgeben, macht keinen Sinn. Aber ich meine, ja. Ja, ist schon kacke. Gut für den LKW vielleicht später, ne? Dann vielleicht, aber jetzt arbeite ich ja eh erstmal im Nahverkehr, dann kann ich sowieso die Kamera nicht verwenden für den LKW. Weil ich nämlich immer einen Meter drauf sitzen habe, weil ich ja noch angelernt werde und alles. Also es ist ja wie das noch nichts mit LKW-Streams. Ja. Und zwar jetzt anders Fahrer, aber ist halt auch mehr Maloche, ne? Ich muss halt Bierfässer und solche Scheiße durch die Gegend schleppen. Aber fährst du dann deutschlandweit oder nur NRW oder? Nee, nur bei mir in der Nähe. Also von Soest bis Winterberg so, das sind vielleicht 100 Kilometer Spanne oder so, das ist nicht viel. Also, kannst du dir das vorstellen, ist wie mit der Post, ne, nur mit dem LKW und ich liefere nur Alkohol aus. Ah, okay. Also quasi nur so eine Art Lieferservice. Ja, Lieferservice für Bier, für Kneipen. Aber, achso, jetzt nicht an privat, einfach so an Geschäfte dann von einem Lager ausliefern. Doch ein, zwei private sind auch da bei dir und die bestellen tatsächlich auch. Kriegst du dann auch Rabatt? Kisten. Ja. Ich krieg sogar Sachen geschenkt auch, wenn die kurz vor MAD sind und ich krieg Rabatt, genau. Okay, dann sehe ich schon den nächsten Geburtstag. Dogness kommt an mit einem ganzen LKW voller Ladung. Hier, gönnt euch. Hier ist meine Fanta-Ladung. Wenn ich das für den nächsten Geburtstag werde ich es wahrscheinlich so organisieren, ja. Dass ich dann... Aber wie ist denn das? Dürftest du dir dann den LKW dann, wenn du jetzt irgendwann ausgelernt bist, und meinst du, dürftest du den auch privat mal benutzen? Für sowas dann? Nee, das nicht, aber ich kann halt bestellen und mir meine Ware selber liefern, ja. Na, okay. Bierpong in LKW. Während der fährt. Bierpong im LKW, während der fährt. Ja. Mit dem Rabatt zusammen bezahle ich normalerweise wie im Laden, ne? Normalerweise ohne Rabatt ist das teurer, weil es halt so eine Firma ist, ne? Mhm. Aber ich stell mir das so vor, wir sind alle so, spielen Bierpong im Anhänger hinten dran, währenddessen fährt Doc das mit 100 über die Landstraße. Die haben halt alles da, auch Schnaps, ne? Also die haben sogar ein Schnapslager da. Junge, ich werde haben die auch Hardcore bedienen, ne? Haben die da auch so Energy-Dinger oder nur Alkohol? Alles. Nein, die haben auch Cola, Fanta Energy, die haben alles da. Ne, ich meine jetzt so richtigen Energy, sowas wie, keine Ahnung, Red Bull, Monster oder so ein Scheiß. Ja, ist alles da. Oh, nice. Es gibt eine Bandbreite, an der wir uns bedienen können, die halt einen Monat vor MHD sind oder zwei Wochen davor. Dann können wir die Sachen halt umsonst genauso nehmen, weil die dann nicht mehr verkauft werden. Ja, und das ist halt immer sehr, sehr viel Bier, was mitgenommen werden kann. Das heißt, ich werde nie wieder Geld brauchen für Bier. Das gibt auch den Captain mit für die Erika. Captain gibt's da auch, ja. Und Corona extra. Oh ja. Gibt's da auch extra Corona dabei? Ja. Oh, geil. Können wir uns alle desinfizieren. Ein bisschen SARS. Kann ich sagen, auf der Arbeit gibt es ein Behandlungsweg, was wir haben, und das heißt Corona-Generator. Oh, das gefällt mir schon. Weißt du, was ich auf meinem Computer habe übrigens? Im BIOS ein ERP-System. Ich dachte jetzt Pornos. Du weißt ja, was ein ERP-System ist, ne? Naja, damit machst du saubere Sachen. Konforme Sachen macht man damit, ja.
Was ist denn, was weiß nicht, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Das ist schlecht. Ich mach doch gerade was mit meiner Zeit. Ich verschwende meine Zeit, indem ich virtuelle Personen treffe im Internet. Besser wär's, wenn du bei mir bist und dann bei mir am Rechner streamst mit Full Body, oder nicht? Besser ist, wenn ich einfach zu dir komme und dein Full Body System einfach klaue. Aber bringt dir ja nichts, du hast ja keine Base Station. Die würde ich dann mitklauen. Ja, muss nur abschrauben, ne? Erstmal vorher, dann unbemerkt Leiter abschrauben. Ich brauch keine Leiter, ich komm doch so dran. Aber Senke, du kannst dann ja auch wieder Full Body nutzen. Das heißt, dass du dann ohne Zuschauer Full Body kannst am Wochenende. Ja. Darf ich dann auch twerken? Ist das nicht so peinlich, finde ich. Ja. Cool. Wenn du willst. Solange ich dazu die Facecam an, ist alles in Ordnung. Ey, das habe ich schon mal gemacht. Da war Darkness am Schlafen. Irgendwas hast du mit dem Avatar gemacht, ey. Irgendwas ist da schief gelaufen. Das hatte ich tatsächlich einmal gemacht, da gibt's sogar ein Video. Da war Darkness am Schlafen, dann habe ich kurz eine Szene aufgebaut in OBS, wo man VRChat sehen kann und mich mit seiner Webcam, und dann habe ich einfach beides mit Trocken aufgenommen. Mein Avatar und mich selbst. Alles so. So geil. Er war immer am Stream und ich bin immer eingeschlafen. Ich meine, das ist ja auch voll überlegen Stream. Ja, du bist ja ein Rentner, du schläfst da tagsüber. Ja, ich hoffe das. Hey, du bist doch genauso alt bald schon, ey. Überleg mal, wann habe ich dich kennengelernt? Du warst doch 15, ne? Ja, weißt du aber, was mich von dir ausmacht? Ich habe noch Farbe in meinen Haaren. Deine sind grau, das heißt, du bist ein Rentner. Gar nicht. Halbgrau. Weißt du, was uns unterscheidet? Ich habe den Nintendo Switch. Weißt du, was uns unterscheidet? Ich bin fett. Ach, ich auch. Ich bin auch fett geworden. Aber das ändert sich bald wieder. Das stinkt. Das stimmt. Außerdem kann ich meine Aufnahme kaputt, das wäre gesagt, die alte Version, die ich jetzt gerade habe. Boah, die ist ja richtig old. Was ist da denn passiert? Ist überhaupt nicht old. Nee. Das ist noch der Rock, der sah aber gerade ganz merkwürdig aus. Bei dem roten. Ja, wahrscheinlich wäre ich gerade reingefischt, wenn du da rumjumpt oder sowas. Oh ja, der passt zu dir. Aber jetzt musst du auch so reden wie der, ne? Ja klar, das kann ich ja. Vor allem achte mal auf die Mundbewegung, wenn ich rede. Dann rede mal wie er. Yo! Was geht? Kommt mir der alte Jude! Ey, das passt so geil. Das funktioniert so geil, Junge. Ja! Ja, das kannst du gut. Habt ihr Cartman gesehen? Die alte Judensau? Also ich will genau auch fassen, was du sagst on Stream, ne? Der ist ab 18. Passt schon. Ja, aber gesagt, das ist schwieriger Content, ja. Ach, das wird rausgepiepst. Achso. Achso, hatte ich dir eigentlich schon das Schmachtstück gezeigt, was ein Kollege gebaut hat? Okay. Ja, hast du. Das mach mal nochmal, wenn der auf dem Teller liegt, so. Ja. Warum hat der so ein Dreieck? Denke, guck mal. Ist da irgendwas drin? Ist da irgendwas drin? Warte, ich will das mal kurz analysieren. Junge, das sieht aus wie eine Katze. Junge! Junge, was ist das denn aber? Ciao, Junge! Catchest du schon fast mit dem Ball ausrutschen rein? Das sieht aus wie eine riesige Muschi da unten. Junge, da passt ein Schwannig rein. Hier, Junge, Schwannig hier, siehst du mal ein Schwannig hier, ne? Der Typ, der macht immer so einen Abfall. Guck mal, der hat auch letztens den hier, den der ist schon ein bisschen älter von dem Kollegen. Wie heißt denn der? Kann man das? Man kann doch sehen, wer den Avatar gebaut hat, oder? Ja, warte mal, ich zieh mal. Der Burak.
jetzt natürlich Premium, ne? Ja, Nazi. Alvos heißt der. Aber der ist richtig halt drunk, ne? Guck mal auf die Kopfbewegung, wenn der läuft. Bei mir heißt der Avatar, Greater Bianacci. Aber das Schöne ist ja, hier, ich kann erstmal schön hier sauber machen. Warum kann ich den Avatar createn? Ach, der Autor. Also, Ziegel Alvos. Jo, Daniel. Erstmal hier schön reiern. Keine Sorge, ich mach das schon weg. Ich mach das schon weg. Und das Beste ist ja, acht mal hier auf, hier, guck mal, achte mal auf die Animation hier. Warte. Du bist in der Wand? Ja, ich hab... Warte jetzt. Kannst du auch deine Pulle nehmen? So, ja, genau. Weißt du, wie man sowas einstellen kann? Ja. Ist das schwer, sowas einzustellen, dass er die Sachen grabbt? Na, da gibt's ein Prefab für, was ich mir auch für ein Schwert geholt habe letztens. Aber les mal, wie die Flasche heißt. Das erinnert mich sehr an das eine. Ja, nein, das hier erinnert mich sehr an die Captain-Prüfung. Oh, da ist er rausgeflogen. ja, gut. Aber wird er wohl im Stream gehört haben, ne? Das ist eine Captain-Prüfung, die Flasche. Definitiv. Oh. Es wäre halt echt geil, wenn er Zeit gehabt hätte. Aber wenn er Donnerstag arbeiten muss, ist natürlich kacke, ne? Weil Donnerstag kommt der Senkel jetzt und da wollen wir ein bisschen was machen, ne? Wegen Doppelklick Spiel geschlossen. Oh Mann. Hättest du mir das mal eher gesagt, hätte ich mir freigenommen. Ja, stimmt. Verdammt, der Kacke. Kannst du noch? Ne, wenn der Plan geschrieben ist, kann der nicht mehr geändert werden. Also musst du Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten. Ja. Sonntag auch? Yep. Oh, deine Arbeits- und Nichtbescheinigung. Oh ja, da sehe ich dich. Wie er überlegt schon. Im Kopf rattert es schon. Eine Arbeits- und Nichtbescheinigung könnte alle deine Probleme lösen. Ja, sogar noch mehr. Ist halt echt so, ja. Achso, hier, oh, guck mal, was sagst du eigentlich zu meinem neuen Shirt? Mhm. Passt doch, oder? Jetzt hab ich Hunger. Also, wann würde das dann nächsten Monat klappen? Sobald ich was weiß, kann ich mir Urlaub nehmen. Ich muss den Urlaub immer eine Woche im Voraus abgeben. Ganz nächsten Monat wäre ich verfügbar, hätte auch sogar ein Auto. Ich könnte dich halt dann auch abholen, ne? Auch bei mir zu Hause? Das ist nämlich das Problem. Ja, könnte ich auch, ne? Weißt du noch, wie lange du damals von dir aus nach Düsseldorf gefahren bist? Ungefähr mit dem Auto? Anderthalb Stunden ungefähr, ja. Ja, dann rechnest du noch mal eine halbe Stunde drauf. Das heißt, zu mir würdest du ungefähr 2 Stunden dann fahren. Ja, weiß ich. Doch, ich war doch erst letztens bei dir gewesen. Stimmt. Ja. Wir waren noch erst seit. Da hast du meinen Abfallbruder kennengelernt. Ja, genau. Ich will mein Auto ja eh einfahren und das mal testen, ne? Auf Autobahnen und alles. So, was hast du jetzt nochmal für einen bekommen? Dann abholen. Für ein Auto? Hm? Ne, noch gar keins. Ich bin noch am Suchen. Ne? Ach so. Willst du denn sowas ähnliches holen wie deinen alten? Du hattest doch, glaube ich, hattest du einen Ford oder was hattest du da? Nee. Ein Opel war das. Opel Corsa war das. Ich weiß nicht, welchen du hattest. Den du kennst, war ein Seat Altea gewesen. Der war geil, ne? Also den habe ich echt gemocht, den Wagen, ne? War echt eine geile Karre. Aber der hat früher angefangen, Motorprobleme zu machen, deswegen habe ich den ja verkauft.
Und deswegen kaufst du dir heute einen Tesla, weil du reich bist. Oh ja. Aber ich bin am überlegen, wieder ein Corsa D oder Citroën C1 oder ein oder ein Smart. Noch gesehen? Ein Smart. Seat, Ibiza, genau. Willst du denn nicht ein Mini Smart kaufen? Oder ein gehen. Smart? Ja, Mini ist echt teuer, tatsächlich. Mini ist echt teuer. Und Smart ist halt, ja, für mich ungeeignet wegen der Größe, ne? Aber ach, also die passt drei schon. Automarken so. Und am ehesten tendiere ich zum Corsa halt, ne? Weil ich weiß, dass das Auto halt passt zu mir. Du, was ich dir auch empfehlen kann, google mal das Auto Ape. Das wäre auch was für dich. Nee. Dieser dreirädige Katzenwagen. Ja. Den haben wir. Warum wäre das ein Auto für mich? Den haben wir jetzt als Dienstwagen für Subway zum Ausliefern und ich kann das Auto nicht mal fahren, weil ich passe da nicht mal rein. Ja, du darfst den ja auch gar nicht fahren. Ach, doch, doch. Drin. Du hast ja keinen Rollerführerschein. Der ist gerade noch so langsam, dass du keinen Führerschein. Nein, der ist gerade noch so langsam, dass der keinen Führerschein braucht. Weil er fährt maximal 20. Und der ist führerscheinfrei. Du kannst damit überhaupt auf der Straße fahren. Ich kann damit gar nicht fahren, weil meine Beine zu lang sind. Ich kann mich nicht mal hinsetzen. Ja, siehst du. Das meine ich halt, ne? Ich kann mich nicht mal hinsetzen. Was das Treffen betrifft, will ich dir Bescheid sagen, wenn ich das Auto habe und dann können wir ja was ausmachen, dann hole ich dich halt ab. Ja, und dazwischen gehen wir nach McDonald's in Drive-In und kriegt jeder ein Happy Meal. Oh ja. Oder nein, wir fahren dann am besten bei mir bei Subway in den Drive-In-Schalter rein und gehen meinen Kollegen auf die Eier. Moment mal, euer Subway hat Drive-In? Ja, leider haben wir einen Drive-In-Schalter. Das ist die größte Hölle aller Zeiten. Das ist jedes Mal, wenn einer reinfährt, möchte ich mir die Kugel geben. Hä, warum? Frage ich mich auch schon seit 3 Jahren, warum dieses Scheißding einen Drive-In-Schalter hat. Das ist unnötig. Ich finde das geil. Also ich find das nee, weil geil. Guck mal. Nee, das ist halt scheiße, weil wie kennst du halt Subway? Du gehst halt rein, siehst die Theke und kannst gucken, okay, ich möchte jetzt das oder ich möchte das. Das siehst du am Drive halt nicht. Du hast halt nur die Karte vor dir. Das siehst du nicht. Stimmt, das ist schon wieder schwierig. Bei McDonald's zum Beispiel ist es einfacher, da weißt du eigentlich immer... Und das Problem ist halt an der Theke, wenn die Leute reinkommen, dann kannst du, wenn du mal Zeit hast, so 3-4 Leute gleichzeitig bedienen. Aber beim Drive musst du immer einarbeiten, dann den nächsten und das zieht halt so viel Zeit. Ja, das stimmt schon, ne? Weil wenn du an der Theke... Ja, auch schon, ne? Oder? Warst du schon mal... Ja, klar. Okay, ja, ne? Da war ich mit Dragoon... Da, ja, sicher. Da war ich einmal mit Dragoon da. Wie fandest du den? Ich fand's halt lustig, dass da ein Mitarbeiter war, dem ich erklären musste, wie du Geld zurückgibst. Hä? Ja, so, die Sache, warte, da waren, okay, kleines Wisdom. Ich war mit Dragoon und seiner Frau, wir waren da bei Subway essen. Und, der Dude hat dem zu viel für die Kekse abgerechnet. Und dann hat, Dragoon gesagt, yo, ich hatte nur so und du hast mir zu viel abgerechnet. Und der war halt komplett überfordert mit dem Kassensystem, weil die jetzt auch die neue Kasse haben, die wir jetzt auch haben. Und dann gehe ich so hin, stelle mich so neben dem Eingang und dann konntest du auf die Kasse sehen, so, du gehst jetzt da drauf und da drauf. Der war, zudem war der auch neu und wusste halt nicht, wie das ging. Und dann habe ich ihm gezeigt, das machst du so und so. Und dann habe ich ihm so... Nee, du konntest halt von draußen, habe ich ihm gezeigt, wie er das machen muss. Und ja. Dann war ich so ein Ehrenmann, dann habe ich dem Typen gezeigt, dass er das so und so macht. In Wahrheit hat der Dragoon dann auf die Kekse Mitarbeiterrabatt begeben. Somit hat er 10 Kekse für einen Fünfer bekommen. Das Geile ist ja... Das Lustige ist ja... Ich habe ihn... So eine Werbung. Warum hast du so einen fetten Werbeblock da drin? Was ist das denn? Hä? Das hatte ich auch bei dir, Doc, ne? Werbeanzeige 3 von 3? Was ist das denn? Das habe ich nicht so eingestellt. Das hatte ich auch bei dir. Bei mir das auch? Das ist neu bei Twitch. Das kannst du nicht abschalten. Das ist richtig räudig. Alter. Aber so ein Werbeblock ist halt schon heftig, ne? Ja, das ist halt scheiße. Es bringt dir überhaupt nichts. Was überhaupt
keine Vorteile für mich, außer dass sie super genervt sind, dass sie Werbung sehen müssen. Das ist was ich nur manchmal mache, was ich nur mache. Stream, das ist das so unnütz, ne? Aber was ich jetzt rausgefunden habe, das mache ich jetzt auch immer, wenn ich den Stream starte, lasse ich immer 90 Sekunden Werbung schalten. Weil wenn du 90 Sekunden Werbung schaltest, ist dein Stream für eine halbe Stunde ohne Werbung. Also ich habe das so eingestellt, dass bei mir 10 Minuten einmal Werbung kommt und dann eine Stunde keine Werbung ist. Und dann kommt immer jede Stunde einmal Werbung. Ja, so habe ich das auch. Ich das immer. Weil wenn einer meinen Stream einschaltet, dann direkt Werbung gucken muss für 30 Sekunden, dann schaltet der halt direkt wieder weg. Deswegen ich habe das ja so, bei mir läuft jede Stunde 2 Minuten Werbung durch und somit bin ich dann komplett werbefrei. Ach so, deswegen war auch dieser Werbeblock von 3 von 3. War das bei mir auch schon mal Sinn jetzt, dass das so ein Block kam von Werbung? Ja. War das heute im Argelos Arkstream auch? Ja. Einmal. Echt? Ich glaube, bei der neuen Insel, wo ich eigentlich. Die dich abfacken sollte eigentlich. Bevor wir fertig sind, weiß ich nicht mehr. Meinst du diese Möweninsel da, ne? Ja. Ja. Was zuckt denn eigentlich immer dein eigenes Auge immer die ganze Zeit? Ist das eine Animation, dass das so runtergeht? Ja, das ist, weil der Controller halt. Ich weiß nicht, der Controller, der reagiert auf den Touch immer so stark. Das ist wegen diesem Touch von dem Touch-Controller. Und jedes Mal, wenn ich das halt mache, dann bewegt sich halt das Auge mit. Nee, jetzt gerade nicht. Du hast immer so das. Dein linkes Auge nur reagiert. Ja, das ist, weil wegen dieser Animation, der Creator hat irgendwas auf die Hand draufgelegt halt. Das wird halt immer getriggert, wenn ich hier die Touch berühre. Dann mach doch die Animation einhändig. Nimm doch die vom linken Controller komplett runter, dann hast du nicht mehr das Gesichtsfasching. Ich will das aber so. Sieht lustig aus. Ach so. Und dann kann ich ja nicht mehr das hier machen. Weißt du, was das Schönste ist? Wenn Ataras, ja, die eigentlich total normal aussehen, auch immer sowas kommen. Ja. Oh ja. Das ist schön, ne? Oh ja. Was ich auch schön finde, wenn dein Avatar auf einmal 2 Köpfe hat. Oder einfach mal zweimal da ist. So. Ja gut, das ist sehr häufig vertreten mittlerweile schon. Oder wenn dein Avatar einfach umfällt. Ja, das ist dann, wenn die deine Headphones einfach aktiviert werden. Oder wenn sie einfach steif sind. Ja, dein Schwanz ist auch sehr steif gerade. Ich muss mal eben kurz MPB machen, gleich wieder da. Urinieren. Alexa, Licht aus. Ich noch Nuggets reinschmeißen. Das Ding gemeint hat, ich hab den Anfang geschaut, es ist schon einfach so ein. Keine Ahnung, ich hab nur, glaube ich, die ersten 5 Minuten gesehen, weil ich mal was testen wollte, wie Grindshow so ist, und ich fand die ersten 5 Minuten einfach schon richtig genial. Ja, das wird noch ordentlich abgehen. Aber ich habe jetzt, weil ich jetzt von einem Kollegen Amazon Prime bekommen habe, habe ich jetzt aus Langeweile tatsächlich nochmal angefangen, South Park von Anfang an zu gucken. Einfach so jeden Abend gebe ich mir einfach so 4-5 Folgen, um mein Gehirn nochmal zu zerstören. Ist ja schon mittlerweile durch. Naja, ich bin jetzt bei Staffel 20 und seit Anfang Februar gibt es jetzt schon die 25. Staffel. Oh, das Geile ist, kennst du noch den Song von South Park, Kyle's Mom ist eine Schlampe? Ja. Oh Mann. Und als Feier zur 25. Staffel, um Werbung dafür zu machen, hat South Park eine Oper-Version von diesem Song gemacht. Dann wird ich bei jedem Kapitel richtig heftig kritisch angeklappt worden.
Was denn für ein? Der ist verdammt cringe. Ist. Du meinst, wie heißt denn der? Was? Ich kann es nicht ausschalten. Wo geht's denn da? Oder schick mir mal einen Link oder whatever. Ich schick mir einen Schwarz. Gibt's auf Deutsch, ich weiß grad nicht. Wenn der richtig schwierig ist, der Anime, dann ist auch schwierig, dass der bei Crunchyroll ist. Der ist nicht schwierig, der ist einfach nur komplett stumpf. Der ist aber, das ist doch richtig cringe. Und oh mein Gott, ich kann es glauben, dass ich gerade nach denen suche. Ist hä, so. Ist Rias eigentlich gerade im Moment krank geschrieben oder warum spielt er um 1 Uhr nachts noch Genshin? Musprickrolle. Angeloid Surano Otoshimono. Wo geht's denn da? Der ist verdammt. Zieh dich aus. Okay, das was? Zieh dich aus, der nackt. Warte mal, ich muss das mal anklicken. In dem... Der nackte Held ist zurück. Was ist das denn? Hä? Was ist so cool? Moment mal. Das ist aber wieder so ein... Komplett. Den willst du gucken, was? Das ist komplett abartig. Würde ich dir noch ein Grab drehen. Hä? Warum hat der denn... Warum hat der in jede Folge nur 2 Minuten? Hä? 2 Minuten Längen? Oh, aber nee, ja, es könnte sein, dass du überhaupt oder so was. Weil eigentlich haben die... Ich glaube, ich bin gar nicht eingeloggt. Ist, ja, okay, dann erklärt alles. Warte mal. Oh, die mit den scheiß Cookies. Ja, jetzt sehe ich es auch. Jetzt hat er volle Länge. Dass sich die ersten 5 Minuten voll, angeschaut. Aber von der Zeichnung her ist der geil, also ich würde den mit dir gucken, ja. Gefällt mir. Das kann interessant werden. Ja, für mich ist halt wichtig, dass die Zeichen passen, ne? Es ist lustig. Ich wäre schon wieder bei allen gut, aber es gibt ein, ich bin wieder ausgerastet. Wie ausgerastet? Wegen Ständer oder wegen... Nee, weil er komplett auf anderes Level cringe war. Ich. Also, du willst ihn wirklich gucken, was? Du willst gucken. Also, kannst du es denn ja, dann gucken wir mal. So, also. Selbst damals, wenn die Eltern gesagt haben, er schlaft mal und du noch länger wach, wie du bist, habe ich auch gesagt, nee, ich habe mich angeschaut, ich weiß nicht, war überall bei was oder so. Ich habe mich wirklich nicht. 20. Folge? Da war nicht eine Folge, ne? Nee, da war auch eine. Achso, ja. Ich habe mich wirklich in mein Bett komplett vertreten. So geht die Körper. Ich habe ein Tablet in der Wand. Da! Hey, warum hat das denn keine Collider? Schon besser. Das ist wie dein Zimmer hier, oder?
mit diesem Balkon, wo du dann am Buddha immer siehst, der dann immer seine Sachen macht, ne? Mhm. Macht er das immer noch? Ja, und ich sehe das nicht nur, ich rieche das auch. Also, ausziehen. Ich hab's. Nicht das ausziehen. Da wird es einfach sein. Ja, wobei, wenn er sich auszieht, dann ist das so cringe, dann guckt er auch nicht mehr da rein, ne? Außer der ist vielleicht ein Fan. Ja, oder Alex, was meinst du? Alex, wie wär's, wenn du jetzt mal ein Stück Schokolade isst? Wie wär's, wenn du mir dafür was gibst? Was willst du dafür haben? Keine Ahnung. Muss irgendwas passieren. Irgendwas passiert. Ich liebe die Lobby, wenn du das Schokolade isst. Hast du keinen Hunger auf die Schokolade gerade? Doch, aber ich heb mir die für spezielle Momente auf. Für spezielle Momente? Ja. Ich werde heute aufhören zu trinken. Was? Ist das spezieller Moment? Stimmt nicht. Nee, du hast jetzt auf zu trinken. Hallo, was willst du da machen, wenn du bei mir bist? Hallo? Achso, ja, heute höre ich auch auf. Ja, ich muss aufhören. Ich hab ja nichts mehr. Ich hab noch ein Pass. Er sagt noch Prost. Ich hab ja noch genug. Ich schmeiß jetzt erstmal eine Fritteuse an und dann werde ich mich Richtung Wohnzimmer begeben. Das heißt, ich werde jetzt mich verabschieden hier, oder? Und Alex, ich wünsche dir noch viel Spaß im Stream. Und ich melde mich bei dir auf jeden Fall, wenn ich dann das Auto werde. Ich hab dann mal so meinen Termin aus. Und ich melde mich bei dir, wenn ich den Laden abgefackelt hab. Ja, das kannst du dann auch, ne? Mach Foto. Ja klar, ich geb dir doch den Inhalt vom Safe, dann bin ich bei dir auch schuldenfrei. Hey, du hast aber auch keine Schulden bei mir. Ach doch, hast du. Du schuldest mir ein Essen. Stimmt. Also wenn ich demnächst bei dir bin, gibt's Subway. nehm ich duckend erstmal an. Aber in der Furry-Edition. Kriegst du es dann aber in der Furry-Edition, okay? Oh ne, das ist dann zu wenig wieder. Also mit Haare, oder was? Nein, mit weißer Flüssigkeit. Mit weißer Flüssigkeit. Mit Haaren drauf. Wie weißer Flüssigkeit? Hä? Mit Sperma, oder was? Cum-Sandwich. Ja gut, ich bin raus, ne? Bis dann. Ja. Gute Nacht euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich bin dann auch mal weg. Ciao, ciao. Ciao. Ich habe jetzt mal doch nicht, bin ich eins versaut. All right. This was a very too long German session as I had planned. But I don't hope I scared everybody away from my German things. But I got great news. Great, great news. Fantastic news. Let's play Tendo, hey! Boop, 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 boop,
Oh my god, this here. Oh, that's so adorable. It's like finishes. Wanna see something more adorable than that? That's more adorable than that? Yes. Show me. I should get myself a model with the, them kind of ears. Oh, it's the PS1 Otto. Got a custom PS1 Otto? How do you get that? Someone made it for me. And you know what's the best part about this shit? It's Quest Fallback Avatar. So it's like, oh, that's cool. I wish I could have my own, like. So, fallback. You know what's the best part about this? You know what's the best about this? If I use some not Quest compatible avatars, every Quest user see this garbage. How do you set that up? Because I'm tired of having the basic. Do you know the guy Omogen from the Outer Space? No, maybe. So he made it for me. And it's Quest compatible, it's Fallback. But how do you set another avatar as a Quest fallback without being so the basic one? So you have to upload this on Android, and if you upload this on the upload window in Unity, you got a checkmark that said upload as fallback avatar, and that's actually it. But if you want to have it as fallback, you are very high limited in polygons. I mean, I just want like a low poly fallback for on like the Quest users, just for them, because it's just funny. They have low quality shoji. Yes, I want this. How much? Let me think. Let me say 1 euro and an RTX 3090. Bruh. No. Just give love and it works, I think. I mean, I could throw like $10. Follow me on Twitch. At some point, and I get. No. What are you doing here in a German hotel as a non-German? I'm streaming. You're not allowed to be here because you're not German. Yeah, I know how to say sausage. You are the worst. But I'm streaming. You can't be streaming. I'm streaming. So stop. Oh. We are streaming. And I am. Well, I guess I'm taking over. What? This dude is really thick. So many otters in one place? I mean, there's only three. Oh, there you are. Let me lick the camera. Oh no, the robot. Oh. Robot. Thanks. Wygarium Leviosa. Wygarium Leviosa. You got tattoos on your legs. That'd be nice. You got the tick-a-tack. I have a stinky tick-tack too. Oh, what the frick? Oh, you mean that tattoos? Tattoos. Don't look at this. That's lewd. No. That's lewd. Oh. What the? Not in this. Under this. But did you notice? Did you notice this? Up here?
did. Oh, what the fuck? And did you notice this? Wait, hold on. What is it? Huggles. Why? Why do you have this? Magic. Yes. Magic. Come on. It's broken. He's gone. Oh no. Just we're hiding behind my chat. I have this chat blown. You know what? Are you streaming right now? Maybe. Let me do a crime real quick. Because I have to go do stuff. So let me open the Google Chrome. Go to the Sergio Canario dashboard channel. To control the string. Now I just do this. Legal action. There you go. That's pretty illegal. How many cuties are you watching? How many cuties are you watching with you? I don't know. This stream is prohibited in your country. There's no way. Why the frick is splitting though? Why is not in my list? Nintendo. Oh my god. How do you type? What the fuck? It's Playtendo, but the O is a zero. Wait, I think I found a freaking... Oh, hell yeah. Oh, you're dead. I have unlimited power now. Are you sure about this? Jesus, what are you whispering? A Final Fantasy song. Apparently, it's a Final Fantasy song. Am I? No, not yet. I don't know why I have a lot of error. I can't like raid people. I don't know why I have like an error message. Why now? I think Twitch is having problem. Well, I'll host you instead. Same thing. Play Tindy. Nintendo with four cuties. There you go. What time is it? 7:25. It is late.
There you go. Hey, kill you, cutie. It feels like technically, the rage should have worked. Also, what the fuck is going on? Ba-da-ba-ba. Take care of the cuties. The fucking real nice. What the prick? Like the dots. What the fuck? Cutie! Look at this cutie! I am not kinda much. That's a secret. Who is this cutie? What did this cutie? This cutie did something. Oh. I killed him. Welcome, everybody. I'm like a poison. And, oh, wait a second. Give me it. Okay. Camera back. Welcome, everybody. What? If you want to give me the most of this, please, I recommend you to touch my profile picture or click my profile to get on my profile. To get, I got the views and it helped me a lot. So you can stay, you can leave, you can make cringe, and you can play with my channel points. Just say, check out the channel points, and you can make cringe also in my chat if you type exclamation mark help. Yeah. And yeah, you can expect a lot of cringe over here. I don't have it, but I know that model. Welcome. Brown, black, and some blue. It's like a coyote. I don't know, I just found it on Gumroad and I was like, well, that kind of looks interesting. Apparently, it's a Rexium Evolved. Yeah, but the rig, like the Jester rig, and the. Feels like another avatar I've seen. Maybe it's the same author that just made his twist on the wreck, which is possible. Yeah. Oh well. Oh, I'm done streaming. Take care of my cuties. And up he goes. Descended. I hope you cuties take care about me. You are supposed to be the entertainer, so you have to take care of the guest. It is the law. You want to do me like we do RPGs? We each take turns. I'm silly. Yo, Lord Kilmore. Thank you for your follow. Hello. Hi, everybody. Did it? Did. Yes. Come on, hit it. Say all the loot stuff. I want to hear everything. Say it. Yes. You want to say ass? Can you say ass? Want to say ass? Or dick? What do you want to say? These nuts. These nuts? Want to see these nuts? No. I have these nuts at home. Oh, at home? Nuts. I'm done streaming today. No privacy breaching. If I'm not streaming, I can say whatever I want. Well, you can say whatever you want every time.
Come here, you cutie. I don't bite. Not so hard, at least. Come give me a smooch. Come give Shoji a smooch. It is really menacing. It's really threatening with the music I have right now. Come give me a smooch.
VR. Yeah, I mean, I ended up playing Risk of Rain 2 in VR. What? Which isn't a VR game. It's just so you can actually have an overview in VR, right? No, you're not the game actually puts you as the character. And like the first person? Like the weapon. What? What? Wow, yeah. That's amazing. So you actually shoot people, or? Oh, that's just the choice making story thing, right? Well, it's the legitimate game modded so that you can do some VR stuff. That's cool. That's what we call scissoring. What? Art project to be like, bruh. Yo, Dragon Elf 1119, welcome. Thank you for your follow. And hello, welcome to the cringe in chat. I hope you enjoy the nothing. Dragon is fine. Key Dragon, I will call you from now on Dragon. Key. That should be a default writing because that's pretty outdated, I suppose. No one actually goes on like this. I'm doing good. Kinda hungry. But yeah, I'm doing good. As usual, I have no ideas what should I do. But yeah. I think I'm fine. Yo, I will go somewhere else. Have fun with you with cuddling in a hotel lobby in Germany. And I'm going. Hello. So, yes, I'm back to be on. J'ai reçu mon nouveau casque. What do you have right now? Yay! Hear them. I have some chocolate I could eat, but I don't want to eat all the chocolate. I eat already two ones today. You first wanna see something funny? You don't like it? Do you 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 like it?
Do you guys like it? I'm handsome now. Beautiness, it's my own thing. I'm beauty, huh? Aren't I? I love this avatar so much. Best boy. Yeah. You? Wait, are you lying? Oh yeah. Wait, are you lying? I just realized your character is cursed. My avatar is cursed? Shiny. Yeah, why are you three different things at once? I'm two different things at once. No, you're three different things at once. Avali, I thought what the other one's called, and an Ada. I'm not an Avali. What do you think? What do you mean? Oh, what about the tail? It's a Rexonium tail. It's a Rexonium tail. Oh. Okay, how the heck do I, enable everything, okay. 1 minute, you're loading up. Oh, now I enabled you, I can see you better. Awesome. If you're live on Twitch, I wanna just say I just got back from Anthony, England, it was fun. Totally recommend next year, if you can. You died? What the heck? Why'd you die? I don't know. Sometimes this happened. That's cute. That is cute. No, no, no. Yes. Can you feel this wiggling on your that tongue is the side adorable. Of your face? I love it. I call it accident. Can you feel the wiggling of the toes? Oh. Well, that's my boy. Oh no, my boy. Well, I don't care. Just kidding.
Oh, this was something. What else can we explore? Ah, come on, let's go to the party map and see what we can do there. But first I have to do some security. Let's go and make some party if everything works correctly and I'm not dying. So, you now can expect some lags for a few seconds when I load into the world, because my PC needs some time to load avatars and something. So, don't be afraid if you see some glitches or something. Oh Gott, mein Spiel war gerade voll am Lang. Yeah. Well, let's see. So komische Türstopper, die haben so eine Feder, die geht nach oben hin immer enger. Das ist auch so. Da ist er doch. Ja. Ich glaube, voll ihr Leck. Jetzt wischt es auch noch an mir ab. Meinen Anwalt. Hab ich heute auch zum Besten gebracht, als ich so richtig Frust hatte. Aber ich wollte so richtig gerade so. Und dann hab ich gedacht, ich sag nichts ohne meinen Anwalt. Die haben alle gelacht, ey, online. Sogar in der Klasse, macht, die vor. Das ist ein Geheimtrick. Du redest nicht mit uns, aber mit deinem Stream. Hab ich gerade das Gefühl. Stream? Ich rede gerade mit niemandem. Ciao! I dropped you. What have you done? I recall the cops, you killed me. I have proof. Okay,
geht. Nee, hab ich nicht. Ja, kannst du ja rausschneiden. Kann ich rausschneiden, natürlich. Vor allen Dingen, wo ist es? Ach, da. Da oben. Und es steht auch in meinem Namen drin. In meinem Status. Understand how I see people in this world or how I see things in this world, then you maybe not be able to compensate. Weil ich morgen in der Schule bin und das einfach nur eingetragen ist, damit ich auf die Stunden komme. Nur ein Platzhalter. Also mein Name nur noch eine 29 hinten dran. Mein Name kannst du auch in den Chat in Twitch suchen. Eigenwerbung. Sowas heißt dann Live Shoutout auf eigene Art. Erinnert mich an so einen Crasher, Mann. Das ist too much. Das ist too much. Die sehen immer aus wie so Crasher, ey, dieser Anime-Typ. Und gefühlt alle haben das Gesicht. Anime-Typen, du meinst die Nekos? Nee, nicht die. Ulka. Da ist er schon. Diese komischen Kreaturen namens Menschen. Ach du Scheiße. So was gibt es? Ich dachte, das wäre ein Mythos. Ja, so komische Gestalten. Ja, das sind richtig komische Gestalten. Also, möchte ich nicht gesehen haben. Die gucken immer so creepy. Die sind vor allem richtig hohl in der Birne, habe ich gehört. Alter, die gucken so, als hätten die keine Seele, wenn du mal siehst. Kann das? Ich glaube, die haben auch mal. Es gibt auch Gerüchte, dass die angeblich nichts im Kopf haben. Und der hat ein schönes weißes Gebiss. Oh, ein B, Zähneputzen, wie ein Zahnarzt. Oh mein Gott, ja. Ja, yep, genau. So sieht's aus. So hat's angefangen und so wird's enden. So, und jetzt stehen wir wieder da, wie bestellt und abgeholt. Ja, also der Bus, der kommt erst in 2 Stunden. Einmal in VR-Chat und einmal über den Stream. Dann musst du den Stream lautlos machen. Junge, was ist los? Ich muss in 3 Stunden aufwachen. Ich muss in 6 Stunden zum Arzt. Ich geh nachher einfach ernst. Ich muss mal meine Powerbank für meine Controller holen. Im Moment. Controller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Leute.
da gucke ich immer im Stream-Chat bei Benutzer im Chat, weil ich lass mir nicht ansagen von Twitch, wie viele Leute jetzt hier zugucken. Ich gucke immer im Benutzer-Chat. Und sogar actually der Rayleigh. Ja, der Rayleigh. Der Rayleigh ist der Einzige, der jetzt zuguckt und mit unten in der Welt ist. Ich habe von ein paar Deepics gesehen, dass ein Bild von mir drin ist gerade. Ich kann dir noch nicht was von heute. So wie ich gerade gecrashed bin und so noch diese Pose hatte. Wie als hätte ich fürs Bild gepostet. Ja, da war schon irgendwie war mein Internet war dann weg. Ich habe die anderen noch hören können. Das hatte ich letztens auch, wie ich mit Reka gesprochen habe. Ich habe ihn noch gehört, was er gesagt hat, aber für ihn war ich gecrashed. Sau komisch manchmal in VR-Chat. Ja, verständlich. Verständlich. Ganz ehrlich, wenn du was Besseres findest als das, zieh durch. Ich werde dich zwar vermissen auf der Spätschicht, aber wenn du... Ich muss noch bis Mai durchschalten. Nee. März, April, Mai. Ja, bis Mai. Ich weiß. Natürlich ist alles besser als der Schmutz. What's up? Oh god! Oh! That's one way to say hi. Bop. Ah! No, don't headbutt me! What are you doing? Just say hello. Well, hello. Also ganz ehrlich, das frage ich mich auch. So viel Scheiße, wie ich das schon erlebt habe. Aber ich hab's einfach, ich will es einfach durchziehen. Ich will es fertig haben, damit ich wenigstens Papiere in der Hand habe, wo ich sagen kann, Ausbildung ist durch. Ganz ehrlich,
Bevor... Ah, nee. Ja. Es ist, der Laden hatte mal bessere Zeiten. Again? 250 something megabytes. I wonder why it took me 30 minutes to load into the game for the world. Or it took me. Yeah, it took me a bit. Ich nerv immer noch alle anderen. Ja. Ich gehe halt gegen das System und das fuckt die meisten ab. Gefühlt der Einzige, der in dem Laden noch halbwegs einen Kopf hat und nachdenken kann. Ah. Thank you.
this one. Abu. I can't see the exact center. This one. Abu. My controllers are and blinking. Yeah, the there. Oh my god, fuck you. This is not a nice way to say hello. I'm upset about you. No, no, no. Wait, stand. I need to make an announcement. Are you affiliate? And it's on the last one. What? Are you affiliated? Maybe. Maybe. Yes. Guys, remember to subscribe to this cutie. Like, as you can see, there's that. And I do have one other saved in my favorites list. Guys, remember, if you have Amazon Prime, you can use it to get Twitch Prime and subscribe to him all for free. Very convenient. Mine's just switching. Yes. This is one way to make announcements. I have this one. Exactly. Okay, anyhow, I was getting off, right? I got sidelined. I was supposed to be getting off. Oh no. I just come in to see you leaving? Are you serious? I'm sure I was supposed to be off. I was going to be off for like 8 minutes ago, but I got distracted. Now I distract you more. Both my avatars, the Boop. Snow Witches. Have the I think they have the singing to them already. I already showed you the original version of that song. Why don't I show in the mirror? God. Yo, wanna see something cool? I got a new avatar. Show me. You will love it. It's high quality as my IQ. I fucking even. You don't like it? Bonk, 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 bonk. Or sir, are you hungry? Wait, look at this. Hey, Ragtag, look up. Give me a little sniff. No. No! I want a little sniff. No. No. I want a little sniff. I'm gonna get that little sniff. You need to protect me, why are you? I can't see your breath smells pretty stinky. You're stinky, get out of my face. God damn. I'm not stinky. Yo, Yoshin, you wanna see something cool? Are you sure. First question is, are you hungry? Yeah. Okay. Then are you maybe interested in a food long? Well, yes, please. Oh, Lily? Wow. Sending friend requests and go away. Great. Not like he straight up disappeared. I'm confused. Dich zum Beispiel. Und alle Weiber. Außer Hannah. Yeah. Yeah.
We kinda don't want it anymore. Yeah, fuck. Like, I mean, I'll live there right now, so like, can you wait like 2 years? No, what they're exactly saying is just like. Yeah, Yoshi. Okay. Hey, buddy. Pull my finger. Hey, back up. What is he doing? Go away. Go. Stinky Danish people. Back up. You're the stinky Swede. Now we are superior, Bessie. It would be more fun to shake your hand. I mean. If you don't stop, I'll smack you. Go hand, eat your wiener, bro. Delta, I think your status says it all. You're literally having a stroke. Thank you, Cool, for the raid of 5. Welcome, raiders. How are you doing? I hope you're doing good and had a lot of fun with the stream. And yeah, welcome. If you would do me please a favor and press on my profile picture or go on the link on my profile to get on my own channel, so Twitch will count your viewers in my viewership and helps me a lot. It's 2 clicks for you and a lot of for me. So yeah, how was the stream, Kay? Do you have some fun? So
Mein Zuschauerrekord. Ich glaube, das Größte, was ich mal hatte, waren 50 Zuschauer. Es war aber nur wegen dem Raid. Aber so generell 15. 15, 10. 5 bis 10 Durchschnitt. Mehr halt nicht so. So. Max Maroney, thank you for your follow and welcome to the cringe world. How are you doing? Hmm.
at the end of it. Like 10 okay, years okay. ago, they're not exactly into the commercial market. Quinn, that was a cringe. That's fucking sketchy shit. Actually, you know what? I support that. He said, I no, fucking I hate banks. Myself. You know what? We need as many banks as possible. God Quinn bless you. Get my reference. I called him cringe. For taking that risk. By the way, it's super cool if you hate banks. It's really fucking hard to relate to a bank that has so many fucking customers they don't give a shit about anybody. Oh yeah, no, I can walk in and they know who I am. He's right there. Oh, that's great. Not to mention, here's the thing. What does it take for me to lose my account? What does it take? He scared me. Like, no activity, and even then, great. Like, yo, you're still alive, and then you say, yeah, how do you okay, just brain? You just don't have a job? Like, you just fucking sleep whenever. Brains? No. Brains? I wish I could stay awake at 2 a.m. Bomb. Hey, Seattle. He's dead. Oh, he's dead. He's dead. Bomb. I heard what you said. That was funny. The otter blew up. Oh, that is an otter. Holy shit! I love this demon kin. This is a really cute IV. So I was just getting your gum. Who's here, man? I'm usually here. I'm usually in the biggest sweet room. Sweet dreams. But Marilyn Manson? Now we're fucking talking. I always go to nothing. Shit. Listen, I think I said Little Bean. I am Beth Wong. I'm gonna show you. Why are you gonna make it sus? I'm gonna show you what. So let's check something. Okay, you have
Alright. God. Hey, how's it going? Hi, Kiri. Hello. Hello. Hey, you streaming right now? Maybe. Yes. Yeah, you are. Come play with us. But I have a little gift for Teo. Oh, really? Yes. Uh-oh. Give me 1 minute. I have to set it up, and then I have to give you something. Just stay and listen. So, okay, guys. It's the time to say goodbye. Thank you for everybody who was here, and don't leave, just stay, please. Thanks again to CoolK95 and Shiokina Riro for the raids. It was a great night, and I would say for everybody, please enjoy your night and continue to this guy. I will send you over to this guy, and maybe ye will have some fun too in VR chat, and I want everybody join him and let some love, and just copy this message, and please say he's adorable, like. Just let him know that he is a adorable bean, and everybody join this little raidy and give him the most love you can give him. Everybody join and have a great night. Was a wonderful night, and please say him he's an adorable bean, and we see us together maybe tomorrow. I try my best. Stay up to tune for news on Twitter, on TikTok, or here on Twitch. Follow me everywhere to stay up to date. Have a great night, and now enjoy the beautiful bean. Good night to everybody.